Hallo und willkommen zu einem neuen Bereich von uns in der Elektrotechnik. Und zwar über einfache Schaltungen werden wir in Zukunft sprechen. Also einfache Schaltungen. Kommen verschiedene Elemente drinnen vor in so einfachen Schaltungen. Ein Element davon kennen wir bereits. Das ist der Widerstand. Was ein Widerstand ist, haben wir auch schon besprochen. Ein Widerstand ist ein Bauelement oder eine Sache, die dem elektrischen Stromfluss einen Widerstand entgegensetzt. Also die Ladungsträger, auf die unser elektrisches Feld wirkt und die da eine Kraft durch das elektrische Feld erfahren. Und wenn sie sich bewegen lassen, habe ich gesagt, dann kennen sie gut, dann werden sie sich bewegen. Und das ist Stromfluss. Ne? Bewegte Ladungsträger ist Stromfluss. Und jetzt kann man sich das so vorstellen, wie wenn unsere Ladungsträger so durch die Atomrümpfe durch tanzen irgendwie. Ja? Und wenn dieses Tanzen leicht geht, ja, dann hat man einen geringen Widerstand, dann fitschen sie da förmlich durch, wenn sie gut vor Atomrumpf zu Atomrumpf springen können und dazu ausweichen können. Und wenn nicht, haben wir gesagt, dann ist halt mehr Widerstand, dann ist ein bisschen Reibung da drinnen, ja? Dann heizt das ein bisschen zurück. Also der Widerstand kommt einmal vom Material an, haben wir gesagt. Und dann ist natürlich ein Unterschied, ob ich so eine fette, richtig dicke Leitung habe oder ein ganz dünnes Drahtl. Das dünne Drahtl mit dem gleichen Material hat natürlich mehr Widerstand. Und auch wenn ich einen langen Draht habe, hat der mehr Widerstand wie ein kurzer Draht, obwohl es das gleiche Material ist. Okay? Also das sind Widerstände. Widerstände gibt es in verschiedensten Bauformen. So, da haben wir ein paar Widerstände. Schaut sich das einmal an. Das da, das kennen wir. Das ist ein Festwiderstand. So schaut das aus. Ja? Wie das Symbol, deswegen schaut das Symbol so aus. Ein Widerstandskörper, zwei Drähte dran und das war's. Und der Widerstand hat einen gewissen Wert. Die schauen alle gleich aus, diese Widerstände. Egal was für einen Wert haben, diese Farbringe, die da drauf sind, die sagen uns, was das für ein Widerstand ist. Also das ist ein Festwiderstand. Gibt es in verschiedenen Ausführungen, aber mit Kohle, mit Metallschicht, egal. Ja. Im Prinzip ist der Widerstandswert mit einer gewissen Anzahl an Ohm, zwei Drähten. Dann haben wir nur sowas da. Ja. Das hier zum Beispiel. Das ist ein Widerstand, auch zwei Anschlüsse, wie Sie seht, ja. Und hat so einen komischen Kopf oben. Was macht er? Der ändert seinen Widerstandswert. Und zwar ändert er seinen Widerstandswert aufgrund der Beleuchtungsstärke. Ist es hell, hat er weniger Widerstand. Ist es dunkel, hat er mehr Widerstand. Ja? Fotowiderstand, veränderlicher Widerstand. So schaut sowas aus. Kann sowas ausschauen. Das ist nämlich auch so etwas hier. Das Ding. Ja? Nur viel kleiner. Das ist ein Thermowiderstand. Okay? Thermowiderstand ändert seinen Widerstandswert mit der Temperatur. Zwei Haxen dran, ja? Und mit der Temperatur ändert sich der Widerstandswert. Hergelegt. Und dann haben wir noch sowas Wüdes da. Das ist ein Potentiometer. Sehen wir, da steht drauf 10 kA. Das heißt, das hat 10 Kilo Ohm Widerstand. Es hat aber, wenn wir das umdrehen, 3 Haxen. Seht ihr das? Ich nehme es vielleicht ein bisschen gescheiter. So. Da sind 3 Füße dran. Einen, wo ich ihn halte. In der Mitte an. Da, so sieht man es vielleicht ganz gut. In der Mitte an. Was ist das? Die 2, die, wo ich ihn halte, und der daneben, wo ich ihn halte. Das sind die Anschlüsse. Und der mittlere ist der Schleiferanschluss. Da gibt es sogar so eine Stangerle. Das kann ich reinstecken. Gefallen. Zur Stange, ja. Steckt man rein, klack. Dann kann ich das hier verdrehen. Damit kann ich mir die Schleifkontakt aussuchen. Ja. Zeige ich am Symbol, wie das ausschaut. Also das sind so verschiedene Widerstände. So schaut das aus. Wenn man sich jetzt diese Bauformen anschaut, ja, was ihr gerade gesehen habt, dann ist es kein Wunder, wenn man sich so einen Festwiderstand hier anschaut, ist es kein Wunder,
dass das Widerstandssymbol, schreiben wir mal da mal mehr, Widerstand, dass das Widerstandssymbol so aussieht. Ja, schaut tatsächlich in echt sehr, 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 sehr ähnlich aus. Wie die so. Aber wir haben jetzt da nämlich ein R. Das ist das Symbol für einen Widerstand. R ist der Widerstand. Und durch diesen Widerstand kann ein Strom rinnen. Der I. I ist der Strom. Und da außen liegt eine Spannung von einem Widerstandsende zum anderen Widerstandsende. U. U ist die Spannung. Okay? Und wir haben gesagt, es gilt das Ohmsche Gesetz. U ist gleich R mal I. Vorsicht! Das Ohmsche Gesetz gilt nur, wenn Strom und Spannung am Widerstand in die gleiche Richtung zeigen. Das ist zwar nicht jetzt extrem wichtig, aber man muss ein bisschen darauf aufpassen. Denn wir haben ja gesagt, Spannung ist nichts anderes wie eine Potentialdifferenz. Hier haben wir ein Potential Phi 0 und hier haben wir ein Potential Phi 1. Und wenn die Spannung in diese Richtung zeigt, ist das Potential Phi 0 höher wie das Potential Phi 1. Ja, weil das ist ein Abfall. Die Spannung zeigt in die abfallende Richtung. Und wenn die Spannung in diese Richtung zeigt, dann zeigt auch das elektrische Feld in diese Richtung. Weil das elektrische Feld ist ja nichts anderes wie die Spannung aufgeteilt auf dem Weg. Also das elektrische Feld zeigt in diese Richtung. Wenn das elektrische Feld in diese Richtung zeigt, wirkt auch die Kraft auf einen positiven Ladungsträger in diese Richtung und der Strom rinnt in diese Richtung. Das heißt, wenn das alles zusammenpasst, wenn das U und das I praktisch in die gleiche Richtung zeigen, dann gilt es. Sollte der Fall eintreten, dass ihr aus irgendeinem Grund einmal einen Widerstand einzeichnet, da ist jetzt Rx, nenne ich den, und an diesem Widerstand ist eine Spannung Ux, und dann aus irgendeinem Grund zeichnet wer den Strom in die andere Richtung ein, Ix, so müssen wir das Ohmsche Gesetz entsprechend anpassen, und zwar es gilt nur immer Ux ist gleich Rx mal Ix. Das gilt schon noch, nur ist es jetzt in die verkehrte Richtung. Und das ist in die verkehrte Richtung, machen wir einfach wieder Minus da. Minus Ux. Das müssen wir aufpassen. Deswegen mein Tipp, macht es bei Widerständen immer in die gleiche Richtung, passt. Okay? Also, Widerstand, an einem Widerstand gilt das Ohmsche Gesetz. Gut? Dann, wir haben jetzt verschiedene Widerstandsarten gesehen. Da, Potentiometer haben wir gesehen. Da, diesen Thermowiderstand oder da, diesen Fotowiderstand. Ja. Haben die alle das gleiche Symbol? Sie haben alle ein ähnliches Symbol. Ja. Es gibt nämlich zum Beispiel solche Symbole. Ja. R. Und jetzt ändert er sich. Pfeilchen durch. Jetzt kann er sich ändern. Manchmal, so ist ein allgemeiner sich ändernder Widerstand. Ja. Manchmal schreibt man nur dazu, zum Beispiel Theta, das heißt Temperatur, der ändert sich mit der Temperatur. Okay, das wäre praktisch ein Thermistor, so einer. Zwei Anschlüsse, ändert sich mit der Temperatur. Veränderbarer Widerstand. Ja. Dann gibt es zum Beispiel Widerstände, die sich verändern lassen. Ja. So. Ja. Und stufenförmig verändern lassen.
kann man so ein Treppchen daneben hinzeichnen. Da gibt es ein paar so Zusatzsymbole. Aber so, prinzipiell mit so einem Pfeilchen durch hast veränderbarer Widerstand. Hätten wir die zwei abgehandelt, bleibt nur der da, Potentiometer. Da habe ich gesagt, ich zeige euch am Symbol, wie das ausschaut. Ja? Potentiometer schaut so aus. Dann gibt es hier den Schleifkontakt und der ist auch nach draußen geführt. Ja? Und jetzt ist auch klar, was diese drei Anschlüsse hier zu bedeuten haben. Ein Anschluss, zweiter Anschluss, das sind die zwei. Dazwischen haben wir, so wie da drauf steht, 10 Kilo Ohm. Ja? Und da haben wir den Schleifanschluss. Ja? Und den Schleifanschluss kann ich entweder auf die Seite bewegen oder auf die Seite bewegen. Das hat manchmal einen Sinn. Potentiometer heißt sowas. Ja? Jetzt habe ich schon mal gesagt, von Ohm, das habe ich schon ein paar Mal erwähnt. Was ist Ohm überhaupt? Ohm ist ein Physiker gewesen. Aber in diesem Fall, was ich erwähne, ist Ohm die Einheit des Widerstandes. Okay? Strom hat Ampere, Spannung hat Volt, Leistung hat Watt, Kraft hat Newton und so weiter. SI-Einheitensystem haben wir alles besprochen. Und der Widerstand hat eben die Einheit 1 Ohm. Ja? 1 Ohm. Abgekürzt mit einem so einem komischen Zeichen. Dieses komische Zeichen ist ein Omega. Griechisches Omega, O, Ohm. Eigentlich ganz gut gewählt. Ein Ohm. Oder, wenn man es anders ausdrücken will, ein Volt pro Ampere. Das ist ein Ohm. Jetzt kann ich verschiedene Widerstände auf verschiedene Art und Weisen zusammenschalten. Ich kann zwei Widerstände zum Beispiel so zusammenschalten. Hintereinander. Hintereinander, da habe ich irgendein R1, da habe ich irgendein R2, sind hintereinander. Ja, in Reihe oder in Serie, deswegen heißt das Ding auch Reihenschaltung. Reihen- oder auch Serienschaltung. So, kann ich zwar Widerstände kombinieren. Oder ich kann auch zwei Widerstände so kombinieren, dass sie beide die gleichen zwei Punkte miteinander verbinden. Da habe ich auch noch ein R1 und ein R2. Und wenn diese zwei Widerstände, zwei Punkte auf parallelen Wegen miteinander verbinden, dann ist das eine Parallelschaltung. Parallelschaltung. Mit diesen zwei Arten der Schaltungen werden wir uns in den folgenden Videos ein bisschen auseinandersetzen. Parallelschaltung, Reihenschaltung, Serienschaltung, Parallelschaltung. Schauen wir uns nur mal kurz das Ohmsche Gesetz an. Wenn ich einen Widerstand habe mit einem Ohm, wenn das 1 ist, das ist 1 Ohm, dann brauche ich hier eine Spannung von einem Volt. Das heißt, da brauche ich ein Potenzial, das um 1 Volt größer ist wie da. Und genau dann, wenn ich dieses Potentialgefälle, dieses elektrische Druckgefälle da habe, dann rinnt da ein Strom von 1 Ampere. Wenn da 10 Ohm sind und ich habe da auch 1 Volt Druck, 1 Volt Spannung dahinter, dann rinnt auch nicht 1 Ampere mehr, sondern weil der Widerstand ja größer geworden ist, rinnt nur mehr ein Zehntel. Jetzt ist es 10 Ohm, jetzt rinnt nur mehr ein Zehntel Ampere. Okay? So kann man sich das vorstellen. Das heißt, die Größe der Widerstand ist, wenn ich will, dass der gleiche Strom durchrinnt durch einen Widerstand, ja, und der Widerstand ist größer, dann muss ich mehr Druck geben. Das ist genau das gleiche wie in der Wasserleitung. Ja? Wenn ich so einen Schlauch habe, Fiberschlauch, und ich will, dass eine gewisse Menge Wasser durchkommt, brauche ich nicht so viel Druck. Wenn ich das Ganze durch so einen Schlauchhau
führen will und ich will, dass vorne genau die gleiche Menge Wasser rausspritzt, genauso viel Liter pro Sekunde rausspritzt, da muss ich gescheit mit Druck drauf fahren, dass das richtig schnell durchpfeift, oder? Ja? Ist hier ganz genauso. Je größer der Widerstand ist, weil ein kleines Schleicherl hat einfach mehr Strömungswiderstand wie ein großer fetter Schlauch, je größer also der Widerstand ist, desto mehr Spannung brauche ich, um die gleiche Strommenge durchzubekommen. Okay? Widerstand, Ohmsches Gesetz sagt das aus. Wie gesagt, Ohmsches Gesetz, Vorsicht, gilt eigentlich so in dieser Form, U ist R mal I, nur wenn Strom und Spannung in die gleiche Richtung zeigen hier. Zeigen sie in unterschiedliche Richtungen, muss ich das mit einem negativen Vorzeichen berücksichtigen. Das ist also der Widerstand. In den nächsten Videos werden wir uns beschäftigen, wie das ausschaut, wenn ich da Serien- und Parallelschaltung mache. Ja? Nächstes Video werden wir sprechen über die Serienschaltung. Ja? Da kommt gleich einmal ein ganz super Gesetz mit. Das ist das nächste Video. Für dieses Video danke ich einmal für die Aufmerksamkeit und wünsche noch einen guten Tag. Auf Wiedersehen.